Jetzt gerade steht der Osten immer und immer mehr auf, denn die Lage spitzt sich wirklich immer mehr zu und die Zustände werden immer dramatischer. Denn was ist passiert? In Sachsen-Anhalt hat ein Mann, eine 84-Jährige in Halle, wirklich auf die Intensivstation getreten. Allein das mal so viel mal vorzustellen, ein Mann bei einem 84-Jährigen, der Grund hierfür war, weil eben diese Frau hat diesen Mann mit einem Regenschirm berührt. Und was ist die Folge? Dieser Mann hat diese Frau einfach mal auf die Intensivstation geprügelt. Und jetzt das Krankeste und das Krasseste an dieser ganzen Sache, dieser Mann hat die Polizeiwache daraufhin als freier Mann verlassen. Und da muss man wirklich mal an Sachsen-Anhalt sagen, wenn sowas nicht hart bestraft wird, dann tut das einfach komplett dem Ansehen und auch der Rechtssicherheit Schaden.